Es ist mir eine grosse Ehre und es ist natürlich eine Anerkennung von unserer Arbeit, die wir gemacht haben. Und ich muss sagen, für mich ist jetzt einfach noch ein Töpfchen auf mich für meine Karriere. Ich denke, die Jury hat gemerkt, wie wichtig das ist, dass wir Konsumentenbildung machen, schon für unsere kleinsten Kinder. Man tut das, glaube ich, einfach immer unterschätzen. Es ist ja heute immer die grosse Diskussion, dass Konsumenten den Preis nicht mehr zahlen wollen. Und wenn man ja nicht weiss, was dahinter steckt, dann kann man ja auch nicht eruieren, warum der Preis so und so ist. Und ich denke, wir fangen am besten bei den Kindern an, zeigen ihnen, wie das geht. Und ich glaube, die Jury hat erkannt, dass das wichtig ist. Ja, ich bilde auch andere Bäuerinnen aus, die das auch gerne machen wollen. Weil ich komme vom Lehrerberuf und habe dort vom Pädagogischen her halt vielleicht einen Vorsprung. Aber ich denke, die Sachen, die wir machen, können andere Bäuerinnen auch machen auf dem Hof. Und das Fachwissen haben sie, selber haben sie auch meistens Kind. Und das, was eben noch braucht, kann man dazu lernen. Und für das gibt es Kurs. Und in solchen Kurs bin ich eben teilweise engagiert und auch Kursleiterin und gebe gerne mein Wissen weiter. Ich kann ja selber nicht die ganze Schweiz bedienen, darum ist es ja wichtig, dass es allen Orten solche Möglichkeiten gibt für Kinder. Ja, das wissen wir auch noch nicht so genau. Auf jeden Fall sind wir jetzt sicher mal heute noch an dieser Messe. Und so gehen wir daheim und dann fährt halt schon wieder das Alltagsgeschäft an.